insgesamt würde ich sagen, gibt es bei mir ein gewisses Vibrieren jetzt im Zugehen auf die Wallfahrt. Natürlich ist die Veränderung des Kalenderjahres, also 2012, jetzt ist es umgesprungen, das macht dann doch schon nochmal deutlich. Jetzt wird es noch konkreter, es geht jetzt in die sozusagen wirklich heiße Phase der Vorbereitung. Wir haben ja schon vor einiger Zeit gesagt, wir zählen zurück, spätestens seit dem 6. Mai, seit dem letzten Heiligrockentag im vergangenen Jahr, aber jetzt wird das natürlich noch einmal deutlicher. Und ich spüre auch, wie das greift, also auch die ganze Informationsbemühungen, Werbungen, auch das, was wir hinaustragen, wenn ich Menschen begegne, auch Mitbrüder, Bischöfen aus anderen Bistümern, aber nicht nur in Deutschland. Oft ist inzwischen schon sozusagen der Abschiedsgruß, wir werden uns in Trier sehen, wir kommen, wird dann gesagt. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen dafür, dass auch die Wallfahrt greift und dass das irgendwie für ganz viele Leute schon fest für dieses Jahr im inneren und äußeren Kalender vermerkt ist. Ich glaube, dass auch gut das gelungen ist, was uns wichtig war, dass wir nicht nur uns organisatorisch gut vorbereiten auf die Wallfahrtszeit, auf die 4 Wochen zwischen dem 13. April und dem 13. Mai, sondern auch die geistliche Vorbereitung uns vornehmen im Jahr des Zugehens. Das Jahr der geistlichen Vorbereitung hat auch ganz viele Initiativen hervorgebracht und ich selber habe es gespürt und weiß auch aus dem Austausch mit dem Wallfahrtsleiter, dass oft zu merken war, wenn man in bestimmte Gruppen hineinkommt, ob das Gremien sind in unseren Pfarrgemeinden, ob das Verbände sind, ob das in Einrichtungen etwa auch der Caritas ist. Es gibt fast einen gewissen Hunger auch nach inhaltlicher Auseinandersetzung. Sie wissen das nach unseren vielen strukturellen Überlegungen und Prozessen, die wir in den zurückliegenden Jahren auch zu treffen hatten, mit denen wir uns beschäftigt haben, die auch, da bin ich ganz klar nach wie vor davon überzeugt, die sind wichtig, da kommen wir nicht dran vorbei, aber es gibt sozusagen diesen Hunger nach inhaltlicher Auseinandersetzungen mit den Themen des Glaubens, mit den Grundthemen und das Leitwort jetzt für das Vorbereitungsjahr war ja vor allen Dingen das Stichwort Erlösung als ein zentrales Wort, weil ja in unserem kleinen, sogenannten kleinen Trierer Pilgergebet diese Anrufung Jesus Christus Heiland und Erlöser vorkommt. Insofern hat sich das auch nahegelegt, sich besonders nochmal mit diesem Wort auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, spürbar ist, dass die Menschen sich freuen, auch im Bistum zu sagen, können wir uns mal mit diesen Grunddingen des Glaubens auseinandersetzen, auch wenn sie vielleicht aufs Erste sperrig erscheinen. Und gerade von diesem Begriff Erlösung kann ich vielleicht auch den Bogen schlagen, hin auf die ökumenischen Schwestern und Brüdern, vor allen Dingen natürlich der evangelischen Kirche, aber nicht nur. Wir haben ja auch durchaus Kontakt zur Orthodoxie oder wenn ich jetzt auch an die koptischen Christen noch einmal denke. Ich werde ja am Freitag zu deren Weihnachtsfest nach Bitburg auch fahren. Das natürlich gerade für die Kirchen der Reformation das Stichwort Erlösung auch ein ganz zentrales Wort ist. Und ich würde sagen, jetzt schon trägt die Wallfahrt und die Vorbereitung ökumenische Früchte. Wenn es die Wallfahrt nicht gäbe, hätte es sicher viele Kontakte, die es jetzt schon im Vorfeld gab, mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, vor allen Dingen natürlich mit Verantwortlichen aus der evangelischen Kirche im Rheinland, nicht gegeben. Und insofern bindet uns die Wallfahrt und natürlich auch die Fragen, die sich stellen, von evangelischer Seite bis heute an die Wallfahrt stellen, bringen uns zusammen ins Gespräch und es gibt so etwas wie eine Entdeckungsreise, würde ich sagen, jetzt schon auch im Bereich der Ökumene. Wenn ich so auf verschiedene Dinge schaue, ja, was gibt es so, was habe ich mitbekommen, auch an Ereignissen, an flankierenden Erfahrungen im letzten Jahr, stichwortartig will ich nur mal so ein kleines Beispiel nennen, das den meisten von Ihnen auch bekannt ist, weil es so sichtbar ist vor dem Dom, der Bibelroboter. Gut, jetzt in der kalten Jahreszeit ist es ein bisschen schwieriger und unfreundlicher, stehen zu bleiben. Aber im Spätsommer und Herbst bin ich ja auch öfters dort vorbeigegangen, oft auch stehen geblieben, um zu gucken, auf der einen Seite, wo ist der Roboter dran, wie weit ist er gekommen mit seinem Bibelabschreiben. Aber ich sage ganz ehrlich, dass ich das natürlich nicht nur reingeguckt habe, sondern auch ein bisschen immer gelauscht habe, was sagen denn die Leute, die da vor diesem Kasten stehen. Und da hat es auch dann
auch interessante Gespräche gegeben. Menschen haben mich angesprochen, die dann gesagt haben, ja, Sie haben doch auch hier irgendwie mit dem Dom zu tun oder Sie sind doch auch hier beschäftigt. Oder Jugendliche, was schreibt ihr da für eine Sprache, weil die diese gotische Schrift nicht lesen können. Aber die Randgespräche, die sich zum Beispiel dort ergeben, habe ich als wirklich auch freundlich, interessiert und oft auch nachdenklich erlebt. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich komme regelmäßig hier hin und schaue, wie weit ist der Roboter mit dem Abschreiben. Und das ist ja, natürlich hat er ein gewisser Gag dabei. Ich hoffe, der Wallfahrtsleiter verzeiht mir das, wenn ich das so ein bisschen salopp sage. Aber das führt eben auch zu Gesprächen, die nicht bloß an der Oberfläche bleiben. Ja, vielleicht kann man insgesamt auch sagen, wenn ich so die verschiedenen Dinge, die wir ja auch jetzt erarbeitet haben, und wenn ich sage wir, dann ist das ja die Wallfahrtsleitung mit den vielen Vorbereitungsgruppen, mit den vielen Haupt- und Ehrenamtlichen. Inzwischen steht ja hinter diesen beiden Herren und natürlich der Frau Rupp, die ja gerade auch für die Pressearbeit zuständig ist, eine ganze, würde ich mal sagen, Heerschar von Personen, die in der Vorbereitung aktiv sind auf den unterschiedlichen Ebenen. Und man merkt an all dem Material auch, dass jetzt schon die Wallfahrt so in einer Atmosphäre gesehen wird von heiterem Ernst, so würde ich das mal nennen. Das wird mir natürlich besonders bei den Jugendlichen bewusst. Dieser altertümliche Begriff heiliger Rock, der ja auch Stirnrunzeln verursacht bei Menschen, die jetzt nun wirklich nicht viel mit Trier zu tun haben, aus ganz anderen Gegenden kommen. Und es ist nun wirklich irgendwie ein archaischer Ausdruck, der ja auch nicht in unsere Sprache passt. Wir sagen das Gewand Christi, der Wallfahrtsleiter, die Tunika. Also wir versuchen ja auch immer wieder andere Begriffe zu nehmen. Aber gerade dieser altertümliche Begriff ist natürlich für die Jugendlichen, dadurch, dass das lautsprachlich sich so irgendwie englisch anhört, auch Anlass, damit kreativ umzugehen. Also be part of the rock, rock mit und so weiter. Und diese Verformungen, die natürlich ja mit Augenzwinkern zu verstehen sind, zeigen aber, glaube ich, auch etwas, ich würde es wirklich einen heiteren Ernst nennen, von dem ich hoffe, dass er auch sich bei der Wallfahrt weiter durchzieht. Oder nehmen wir das Plakat, wir haben es ja hinten auch, also die Helferwerbung mit den Millionen, die wir brauchen hier für die Wallfahrt. Also wenn ich die Kehrmaschine in der Stadt sehe mit dem Heilig-Rock-Logo, da muss ich jedes Mal schmunzeln, weil ich denke, naja, also der Heilige Rock ist auf den Kehrmaschinen. Aber ich glaube, das sind einfach solche, für mich so kleine Hinweise, dass wir das Ganze jetzt nicht mit einem düsteren Ernst angehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es geht nicht um einen düsteren Ernst, eine auferlegte Frömmigkeitsübung bei dieser Wallfahrt zum Heiligen Rock, sondern es soll etwas von dem heiteren Ernst des Glaubens sichtbar werden. Auf der einen Seite das Festliche, auf das wir ja zugehen, und das mit unserem Glauben zu tun hat, das Fest, das wir nicht einfach uns selber machen, ein Event, das wir uns ausgedacht haben. Natürlich haben wir die Initiative ergriffen, aber wir stehen in einer großen Tradition der Jahrhunderte und letztlich geht es um den Glauben selbst und die Freude, die der Glaube schenkt, aus der Überzeugung, es gibt Gott und er wendet sich uns zu und wird einer von uns unter uns Menschen. Also das ist sozusagen die Heiterkeit des Glaubens, die aber den Ernst des Lebens nicht ausspart. Also das will ich auch nochmal sagen, wir wollen ja keine Jubel- und Triumphveranstaltung machen, wo das normale Leben mal für vier Wochen total an die Seite gedrängt ist, das soll auch Platz haben. Aber in dieser Mischung von heiterem Ernst, wie gesagt, und keinem düsteren Ernst einer irgendwie auferlegten Frömmigkeit des, oder Frömmigkeitsübung des Glaubens. Der Wallfahrtsleiter hat mir schon gesagt, sag doch gleich was zum Papst. Es wird wieder nachgefragt. Also, ich habe das ja aber, glaube ich, auch schon verzeiht gesagt. Der Papst kommt nicht persönlich. Das habe ich auch schriftlich. Das ist ja auch nicht verwunderlich, nachdem er im Herbst in Deutschland war. Aber als ich im Sommer mit einer Gruppe in Rom war und es die Gelegenheit auch gab zu einer kurzen Begegnung mit dem Papst, war der Papst derjenige, der mich darauf angesprochen hat. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich habe noch nicht die Gelegenheit zu sagen, ja gut, Heiliger Vater und so. Und dann hat er selber das Thema angesprochen und gesagt, gut, der Kalender ist ja so voll, also nach Trier kann ich leider nicht kommen. Das heißt aber, das Thema ist für ihn präsent und ich hoffe darauf und ich denke, dass ich das also nun wirklich in den nächsten 100 Tagen klären wird, dass es aber einen Delegaten gibt. Das ist eine der Möglichkeiten,
die der Papst auch vorsieht. Wenn er persönlich nicht kommen kann, er könnte eine Grußbotschaft schicken, aber er kann auch jemand persönlich, etwa einen Kardinal aus Rom schicken, als Delegaten, als persönlichen Vertreter hier vor Ort. Und also da bin ich jetzt gut der Zuversicht, dass das aber auch wirklich so sein wird. Ja, vielleicht aber so viel zu der nicht gestellten Frage, wie ist das mit dem Papst? Ja, und ich glaube, das soll mal reichen. Vielleicht einen letzten Punkt. Gibt es sowas, wo ich, was ich, wenn ich auf die Wallfahrt zugehe, auch mich besonders freue, oder was könnte ein Highlight sein? Das ist schwer zu sagen, weil es gibt schon so viele Dinge, auf die ich mich freue. Persönliche Begegnungen, Gruppen, die kommen aus anderen Diözesen. Natürlich dann wieder diejenigen auch, nicht nur die Bolivianer, sondern auch aus Brasilien. Bischöfe, einzelne Missionare mit Wurzeln aus dem Bistum Trier. Das werden sicher schöne Begegnungen sein. Und ich freue mich sehr, dass wir ja auch einen Tag haben, an dem Politikerinnen und Politiker kommen. Und dieses Anliegen kam aus dem Kreis von Politikern selbst, also Landes-, Bundespolitiker aus unserem Bistum, sodass wir gesagt haben, ja, wir machen das, wir bieten das an und laden die ein, nicht sozusagen, um, wer weiß wie, öffentlichkeitswirksam was zu machen und nicht, um hier große politische Diskussionen zu führen, nein, sondern sie wollen sich auch auf diesen geistlichen Weg begeben, durchatmen können und das eben aber auch auf spirituelle Weise tun. Und dazu haben wir eingeladen und ich glaube, das gibt eine ganz gute Resonanz. Das ist zum Beispiel etwas, was sich auch nochmal unterscheidet von vielen Dingen, die es auch 1996 schon gab. Gut, also das mal einfach so als bisschen etwas von meiner Stimmung und den Eindrücken bis hierher. Und der Wahlverleiter kann noch mehr auch konkrete Dinge sagen und dann sehen wir nachher noch was anderes.